Legt eure Hände auf den Bauch, rechts und links vom Bauchnabel. Und nutzt die Hände auf dieser Position, um nur mal den Atem wirklich zu spüren. Wir gehen noch nicht aktiv in irgendeine Veränderung. Wir gehen nicht in die Ujjayi-Atmung, sondern der Atem fließt frei und entspannt und ihr beobachtet ihn. Kann sein, dass euch das am Anfang vielleicht noch schwer fällt, dass die Gedanken öfter irgendwo anders hin abweichen. Aber nutzt jetzt diesen ganz langsamen, bewussten Beginn, um euch auch wirklich immer mehr auf das zu fokussieren, was jetzt da ist. Der Atem hilft uns. Der Atem fährt so seine Spur im Körper, lässt uns natürlich eine Bewegung auch über die Hände wahrnehmen, dieses Heben und Senken der Bauchdecke. So dass ich mich immer wieder auch auf das, was da mit der Atmung geschieht, konzentrieren kann. Und gleichzeitig könnt ihr so ganz bewusst diesen Bereich, der unter euren Handflächen liegt, ein bisschen ansprechen. In Iras Fall ist diese schöne Verbindung zu dem Wesen, das da wächst in einem. Aber auch sonst habe ich diese Verbindung zu meiner Gebärmutter, in dem Fall jetzt als Frau unter sich, zur Blase, zum Dickdarm. Ihr habt unter der rechten Hand, wenn ihr hinspürt, auch diese Verbindung von Dünndarm zu Dickdarm. Der Dickdarm beginnt ja dann rechts unten anzusteigen. Unter der linken Hand habt ihr so diese letzte Biegung vom absteigenden Teil des Dickdarms in diese Querverbindung dann schon nach unten zum Rektum. Je entspannter auch das Ausatmen, und das beobachtet jetzt noch ein paar Mal, da wirklich den Bauchraum auch nach innen holt, umso mehr Bewegung kommt eben auch in diese Organe, die da wieder drunter liegen unter der Bauchdecke. Das Zwerchfell zieht sich mit der Ausatmung zurück, nachdem es davor mit der Einatmung nach unten geschoben hat. Und es entsteht wirklich so eine Welle durch die Atmung, wie eine innere Massage. Jetzt lasst eine Hand nach oben rutschen auf den Brustraum. Andere Hand rutscht vielleicht ein bisschen mittiger Richtung Bauchnabel. Die obere Hand liegt irgendwo am Brustbein auf. Und ihr beginnt den Atem jetzt über diese beiden Ebenen zu spüren, Brust und Bauch. Die Julia ist schon in der tiefen Entspannung und die hat mich gar nicht mehr gehört. Das heißt, die eine Hand liegt jetzt am Brustbein, die andere am Bauch. Und ihr sprecht gezielt auch jetzt ein bisschen mehr den Brustraum an. Spürt, wie sich der Atem dann nach oben bewegt.
wie sich jetzt nicht mehr nur die Bauchdecke hebt und senkt, sondern spürbar auch der Brustraum hebt und senkt. Und langsam beginnt sie auch in die Ujjayi-Atmung zu gehen. Gleichmäßig und tief beginnt sich jetzt diese Atmung so ein Stück weit aufzubauen. Sobald jetzt dieses Kontrollierte dazukommt, auch dieser Ton, habt ihr noch ein Stück mehr, vielleicht den Fokus jetzt wirklich auf dem, was gerade geschieht. Dieses höhere Atmen hilft mir dann noch bewusster zu bleiben. Und wir folgen dem, was der Atem schon vorgibt, nur mit einem ganz kleinen zusätzlichen Aktivieren. Mit der Einatmung, wenn ihr spürt, wie die Brustdecke sich gegen die Handfläche hebt, macht ihr die Bewegung so ein bisschen aktiver mit. Ihr schiebt euer Brustbein gegen die Hand mit der Einatmung. Die Schulterblätter werden sich ein bisschen zusammenziehen. Und mit der Ausatmung, wenn ihr spürt, wie sich der Nabel zurückzieht von der Handfläche, macht ihr das noch aktiver und schiebt den unteren Rücken in die Matte. Mit der Einatmung schiebt ihr wieder aktiv das Brustbein gegen die Hand. Und mit der Ausatmung bis auf die Iria. Regina und Jula können in ein tiefes Uddiyana-Bandha gehen und in ein Schieben über den unteren Rücken in die Matte. Das ist auch für dich, Ira, sehr fein. Bewusst auch ein bisschen abflachen. Und das wiederholt ein paar Mal. So mit dieser Intention, dass dir eigentlich nur das verstärkt, was über den Atem schon da ist. Und macht euch bewusst, dass dieses Prinzip sich auch in den kompliziertesten, schwierigsten, größten Asanas findet. Dass ihr das verstärkt, was der Atem euch schon vorgibt. Oft zeigt euch der Atem eine Richtung und der Körper bewegt sich dann sanft oder intensiver, je nach Position mit. Ich versuche euch da immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass ihr das spüren könnt, auch bei den folgenden Asanas. Dann nehmt ihr die Arme langsam seitlich, direkt neben dem Oberkörper in die Matte, die Handflächen zeigen nach unten. Und wir beginnen unser Becken zuerst so zu kippen, dass ihr mit der Ausatmung weiterhin den unteren Rücken in die Matte schiebt, so wie wir es schon hatten. Und mit der Einatmung löst ihr den unteren Rücken ein Stück vom Boden, kippt das Becken nach vor. Noch nicht abheben im Gesäß, nur Becken kippen. Aus, wieder den unteren Rücken in die Matte. Und einatmen, das Becken vorkippen, sodass der untere Rücken löst. Spürt ihr, wie der Atem euch führt? Versucht euch an dieser kleinen Bewegung da jetzt wirklich festzuhalten. Und immer weiter gehen, Julia. Nicht aufhören. Einatmen, kippt das Becken vor, der untere Rücken löst vom Boden. Ausatmen, dich wieder zurück.
Das, was uns wirklich hilft, auch dann geistig in die Entspannung zu kommen, ist, wenn wir an so kleinen Übungen auch gezielt dranbleiben. Wenn ich müde bin, ist es schwierig. Ich will am liebsten vielleicht da ein bisschen wegdriften. Aber es tut mehr, auch eben um diesen Stress, der vielleicht im Alltag da ist, wenn ihr gezielt an diesen kleinen Übungen in Verbindung der Atmung auch dranbleibt. Wenn es schwierig ist mit geschlossenen Augen, dann öffnet die Augen, bevor ihr mir da wegschlagt. Und dann drehen wir den Atemrhythmus um, das heißt, ihr haltet jetzt an einer Stelle inne. Und jetzt schieben wir mit der Einatmung den unteren Rücken in den Boden und lösen schon ein bisschen das Gesäß. Mit der Ausatmung rollt sie wieder ab und löst wieder den unteren Rücken und kippt das Becken nach vor. Ein, den unteren Rücken in die Matte, das Gesäß. Und aus, abs Gesäß wieder abrollen und den unteren Rücken lösen. Und die Bewegung lasst es größer werden, sodass ihr mit jeder Einatmung immer mehr abhebt. Richtung Schulterbrücke, das heißt, mit den kommenden Wiederholungen löst dann nicht nur das Gesäß, sondern auch der untere, letztendlich auch der obere Rücken. Und ihr rollt Wirbel für Wirbel hin und her. Schaut, was euch angenehm ist an Höhe im Becken. Und aktiviert eure Füße. Spreizt gezielt die Zehen, bevor ihr das nächste Mal mit der Einatmung hochgeht. Und lasst nicht zu, dass die Gedanken abschweifen. Haltet euch fest, Geist am Atem, an der Bewegung. Spürt diese Welle. Dann halten wir die Schulterbrücke beim nächsten Mal für ein paar Atemzüge. Und ihr spürt nicht nur wie das Becken, gleichzeitig die Fußsohlen aktiver in den Boden schieben, die Arme und die Handflächen Druck geben, die Schulterblätter in den Boden sinken. Gebt sanft Druck mit dem Hinterkopf und spürt die Kräftigung entlang der Halswirbelsäule. Und dann legt es Wirbel für Wirbel wieder ab. Und holt die Knie mit der Einatmung Richtung Brust heran. Ihrer kann natürlich ein bisschen Abstand lassen. Nimmt jeweils eine Hand auf ein Knie und bleibt ein paar Atemzüge. Wir lassen in dem Band das jetzt ganz gezielt los, falls ihr da schon begonnen habt zu arbeiten, auch wenn wir es noch nicht erwähnt haben. Wir versuchen es wirklich mit jeder Ausatmung wieder zu spüren, wie sich der Bauch zurückzieht und wie die Knie, die Oberschenkel dadurch näher kommen. Apanasana, also diese Position, in der ihr euch gerade befindet, ist eine der vereinsten, um die Verdauung anzuregen. Wenn wir dieses Heranziehen der Knie, diesen Druck Richtung Verdauungsapparat verbinden mit einer tiefen, ruhigen Atmung, mit auch einem geistigen Entspannen,
Dann kann sich da sehr viel lösen an Blockaden in dem Bereich. Eine funktionierende Verdauung braucht immer auch die Entspannung. Deshalb haben wir oft mit Stress dann auch da wirklich ein Thema. Wir strecken jetzt das linke Bein aus und legen es am Boden ab. Das rechte Knie bleibt bei euch. Beide Hände gehen zum rechten Knie. Und ihr versucht jetzt wirklich aktiven Zug und Gegenzug aufzubauen. Das heißt, das rechte Knie zieht zur Brust oder weiter seitlich für die Irre und das linke Bein streckt in die Länge. Streckt auch die linken Zehen. Und bleibt, schiebt die Schulterblätter aktiv in den Boden und vertieft die Ujjayi-Atmung. Wenn ihr merkt, die Müdigkeit wird zu intensiv, öffnet die Augen, aber bleibt bewusst in diesen ruhigen, langsamen Bewegungen. Dann stellt ihr den rechten Fuß mit diesem gebeugten Knie am Boden ab, nehmt die Arme direkt neben dem Oberkörper in die Matte, die Handflächen zeigen nach unten. Und wir gehen so ein bisschen dynamischer mit dem Einatmen in ein Heben im Becken und die Arme ziehen nach hinten. Das heißt, euer rechter Fuß gibt Druck in die Matte, damit das Becken heben kann. Und auslegt ihr das Becken und die Arme wieder ab. Und das wiederholen wir. Spürt, wie der Atem die Bewegung vorgibt. Wenn ihr ausatmet, versucht es gleichzeitig mit Armen und Becken zum Boden zu kommen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Kräftigung, weil das Becken auf die Arme warten muss. Und wenn ihr einatmet, wartet wirklich auf diesen Impuls vom Einatmen. Solange ihr einatmet, versucht in der Bewegung zu sein. Lasst euch ein auf diese Verbindung. Wartet, oder bis das Einatmen beginnt, erst dann beginnt auch die Bewegung. Wartet, bis das Ausatmen zu Ende ist und versucht, Sula, Arme und Becken gleichzeitig abzulegen im Ausatmen. Die Bewegung ist vielleicht nicht fordernd, aber wenn ich mich auf all diese Dinge konzentrieren möchte, dann bin ich durchaus gefordert. Es verändert sich. Bleibt beim nächsten Mal hinten. Einfach für euch noch einmal in die Einatmung und dann bleibt ein paar Atemzüge. Streckt die Zehen vom linken Fuß, sodass die linke Hüfte gestreckt wird. Aktiviert die Zehen im rechten Fuß. Spürt das Knie, Regina, wirklich gut über der Ferse, das rechte. Und dann langsam wieder ablegen, Wirbel für Wirbel. Die Arme ziehen nach vorn. Und ihr holt euch noch einmal beide Knie Richtung Brust heran, bevor wir die Seite dann beginnen zu wechseln, nimmst die Hände wieder dazu. Spürt, wie sich der untere Rücken immer mehr wirklich anschmiegt an den Boden. Und dann streckt ihr das linke Bein, bleibt bei euch, das rechte auf. Nehmt beide Hände zum Knie dazu.
Und ihr beginnt wieder in dieses Gefühl zu gehen, dass ihr Länge schafft, dass ihr auseinanderzieht und schiebt, während die Schulterblätter in den Boden sinken, auch das Rechte. Gut atmen. Und dann stellt ihr den linken Fuß ab. Nimmt die Arme direkt neben den Oberkörper und beginnt mit der Einatmung. Die Arme nach hinten und das Becken anzuheben. Ich warte aufs Ausatmen und von Beginn an versuche ich jetzt Arme und Becken gleichzeitig abzulegen. Wenn dir das zu viel ist, Ira, für den Bauch, dann legt das Becken früher ab. Aber sonst wartet das Becken auf die Arme. Und dann warte ich auf mein Einatmen und ziehe wieder in die Öffnung. Ihr wiederholt, genießt diese sanfte Länge schaffen. Ein letztes Mal, wir bleiben dann wieder mit der Einatmung die Arme zurückholen. Bleiben gestreckt über das rechte Bein, aktiv die Zehen. Atmet entlang. Auch dieser Streckung über die rechte Seite, da ist Raum jetzt da. Der Hüftbeuger kommt einmal in die Gegenbewegung zu dem, was normalerweise passiert. Aus, wieder langsam ablegen, beide Knie Richtung Brust heranrollen. Wir nehmen die Arme nochmal zum Boden und strecken die Beine, soweit es euch möglich ist, Richtung Decke mit der Einatmung. Lasst ein bisschen Abstand zwischen den Füßen und bewegt es noch über die Sprunggelenke und die Zehen. Ihr könnt das jetzt ganz frei machen von der Bewegung. Spürt das in diesem Bereich, der den ganzen Tag euch trägt. Und natürlich viel in der Kraft ist jetzt Beweglichkeit hineinkommt. Steuert zumindest gedanklich die Zehen so ein bisschen einzeln an. Gerade große und kleine kann ich ja separieren. Spürt diese Beweglichkeit in den Sprunggelenken. Und dann greift Richtung Kniekehlen mit den Händen. So dass ihr, wenn das okay ist, für euren unteren Rücken euch hochschwingen könnt ins Sitzen, beziehungsweise sonst natürlich über die Seite. Wir drehen gleich weiter in den Vierfußstand und richten uns dort ein. Der Rift ist flach. Und ihr beginnt mit der Ausatmung, euch rund zu machen. Und über die Einatmung dann zu öffnen. Spürt wieder, was der Atem vorgibt an Richtung. Da
Das Ausatmen zieht sich zurück, wie es wird sich so Richtung Nabel, Kreuzbein dann sammeln und genau hin, dorthin zieht sich auch meine Bewegung zurück. Das Einatmen weitet den Brustraum, hebt mich. Aktiviert die Finger, die Handflächen. Und bei der nächsten Mal, wenn ihr in die Rundung kommt, haltet die Rundung für ein paar Atemzüge. Ihrer nicht zu intensiv, aber für die anderen, ihr könnt wirklich mit jeder Ausatmung jetzt diese Rundung auch gefühlt noch verstärken. Und schaut, Regina, dass ihr vorne bleibt mit der Schulterlinie. Dann muss ich noch ein bisschen aktiver auch den unteren Rücken vielleicht in die Rundung holen. Mit der Einatmung öffnet sie wieder und haltet auf die Position. Versucht zu spüren, wie sich diese Bewegung, auch wenn ihr sie statisch haltet, immer wieder so ein bisschen aufbaut. Das beginnt im unteren Rücken, der vorschiebt. Verlängert es nochmal vom unteren Ende des Brustbeins nach oben. Von dort weiter Richtung Kinn. Zieht die Schultern nochmal aktiv weg von den Ohren. Verlängert sie über den Nacken. Lasst den Blick ein bisschen mehr nach unten gehen, sodass der Nacken eine Linie bildet mit der Wirbelsäule, eine Kurve. Und versucht die Schultern aktiv wegzuhalten von den Ohren, das Brustbein aktiv nach oben gerichtet zu halten. Solange ihr euch jetzt Richtung Fersen wie in Zeitlupe zurückschiebt, macht es euch nicht gleich rund und zu oben. Noch einmal Schultern weg von den Ohren, noch einmal Brustbein heben, bis ihr letztendlich auf den Fersen sitzt. Und wenn ihr auf den Fersen sitzt, streckt die Arme nach vor, Ira, du machst so weit auf, dass es für dich angenehm ist zwischen den Knien. Und wir verschieben das Becken einmal ein Stück nach rechts mit der Ausatmung, mit der Einatmung wieder zur Mitte, mit der Ausatmung nach links, ein wieder zur Mitte, aus nach rechts, zur Mitte mit der Einatmung. Und aus nach links, bleibt in der Ujjayi-Atmung. Ein zur Mitte, aus nach rechts und bleiben. Hörbar atmen, damit auch die Bewegung schön die Länge vom Atem innehält. Und wir bleiben und versuchen unseren linken Arm noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ihr könnt nachgreifen entlang vom Boden. Mit der Einatmung kommt es wieder zur Mitte. Linke Arm zieht sich das Stück zurück und aus, das Becken nach links. Der rechte Arm greift, während wir bleiben, nach. Vertieft den Atem. Je müder ihr werdet, je mehr die Aufmerksamkeit schwindet, umso tiefer lasst es den Atem wieder werden.
Wieder ein zur Mitte. Ausatmen, mittig Richtung Gesäß sinken lassen. Die Hände sind wieder auf einer Höhe. Und mit der nächsten Einatmung schiebt das Gewicht nach vor. Arme sind lang, ihr kommt in diesen halben Stütz, Ellbogen lösen und ausatmen, wieder zurückschieben Richtung Fersen. Lasst die Arme rückgestreckt, ihre ein wieder vor und ausatmen, zurück Richtung Fersen. Ein nach vor, wenn möglich lösen die Knie, der Riss liegt auf. Aus, die Knie wieder zum Boden und zurück. Ein, wieder vor. Die Knie lösen und beim Absenken achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr einsinkt in den unteren Rücken. Ausatmen. Einatmen, schiebt euch wieder vor, stellt jetzt die Zehen auf und kommt Richtung V-Stellung. Bewegt abwechselnd in der V-Stellung die Fersen Richtung Boden. Und kommt dann Schritt für Schritt nach vorne. Schließt den Oberkörper Richtung Bein. Und richtet euch Wirbel für Wirbel auf. Wir gehen in ein fließendes Üben der Sonnengrüße. Ich sage es euch an, nach dem ersten habt ihr den Ablauf. Das heißt, wir werden gezielt auch nicht in der Vorstellung eine 5-Atemzug-Anhaltepause machen, sondern wir werden da jetzt ein bisschen den Energiefluss anregen, aber in der Bewegung wirklich weich bleiben. Mit der Einatmung hebt es die Arme an. Mit dem Ausatmen senkt es nach vorne. Mit der Einatmung kommt es ganz auf die Fingerspitzen und nur rechts mit der Ausatmung zurücksteigen. Einatmen, links dazusteigen und aus am Boden ablegen oder ihre auf die Knie gehen. Einatmen, kleine Kobra. Aus in die V-Stellung. Einsteigt das rechte Bein vor. Wir halten mit der Ausatmung inne. Ein links dazu, den Oberkörper öffnen. Und ausschließen. Ein, nach oben öffnen. Denkt an die Bandes, auch wenn wir uns weich durchbewegen. Und aus, die Arme absenken. Der Atem führt das Einatmen, hebt die Arme wieder an. Und aus in die Vorbeuge. Ein, die halbe Vorbeuge. Nur links mit der Ausatmung zurücksteigen. Ein rechts dazu, schon kraftvoll aus den Armen schieben. Und aus, ablegen. Der Riss ist flach, ihr öffnet es mit der Einatmung. Und ausatmen in die V-Stellung.
Ein steigt das linke Bein vor. Wir halten mit der Ausatmung inne die Schultern, ziehen über die Handgelenke. Ein rechts dazu, den Oberkörper öffnen. Aus dem Oberkörper Richtung Bein schließen. Ein öffnet nach oben. Und ausdenken die Arme ab. Einheben die Arme an. Und aus, wieder weich und fließend eintauchen in die Vorbeuge. Ein, öffnet es nochmal in den Raum, den Oberkörper. Und wieder nur rechts mit der Ausatmung zurück. Ein, links dazu. Und ausatmen, absenken. Die Ellbogen anliegend, die Kobra vielleicht schon ein bisschen vertiefen mit der Einatmung. Und aus in die Fahrstellung. Diesmal hebt das rechte Bein zuerst zur Decke mit der Einatmung. Dann macht sie aus, den Schritt weit nach vor das rechte Bein. Ein, links dazu und öffnen und ausschließen. Ein, öffnet es nach oben und aussenken die Arme ab. Ein, noch einmal öffnen, letzter fließender Sonnengruß. Ausatmen in die Vorbeuge, spürt die Fußsohlen, die Arme. Ein, die halbe Vorbeuge, nur links zurücksteigen mit der Ausatmung. Erst mit der Einatmung rechts dazu. Erst mit der Ausatmung absenken. Und die ganze Einatmung über öffnet sie in die Kobra. Aus der Wechsel in die Fahrstellung. Das linke Bein hebt mit der Einatmung. Aus der Weite Schritt nach vor. Ein, rechts dazu und öffnen. Aus, schließt der Oberkörper Richtung Bein. Ein, öffnen wir nach oben. Und aussenken die Arme. Wir gehen noch fließend weiter und heben mit der Einatmung die Arme und beugen das rechte Knie Richtung Brust heran. Mit der Ausatmung zieht sie in die Standlage, ein kleines Stück, die Arme nach hinten, das Bein nach hinten. Und ein, wieder dynamisch Knie heranziehen und Arme heben. Macht das jetzt ein paar Mal für euch, findet wirklich euren Rhythmus und natürlich vor allem eure Balance. Jetzt ist keine Möglichkeit da, was anderes zu denken. Aktiviert noch mehr den Stand im linken Fuß. Je fokussierter, je kontrollierter, umso größer kann ich die Bewegung machen. Macht sie kleiner, wenn ihr euch schwer tut. Und vielleicht, Regina, macht es noch einen Atemzug zusätzlich. Ihr könnt gerne auch mit dem Einatmen beginnen, das Knie zu heben und im Ausatmen einmal wirklich ankommen. Und dasselbe, wenn ich dann in die Standwaage gehe. Es reicht, wenn das Bein ein bisschen nach hinten zieht. Das Gefühl soll da sein, dass ich irgendwo wirklich ankomme, egal wie klein oder groß die Bewegung ist. Ein letztes Mal
Und dann stellt ihr am Ende euren rechten Fuß am linken Fuß ab. Nehmt die Hände gefalten vor dem Brustkorb. Und versucht, wenn euch das möglich ist, die Augen zu schließen. Wenn nicht, sucht euch jetzt wirklich einen Blickpunkt und verharrt mit den Augen auch auf diesen Blickpunkt. Aber falls ihr könnt, schließt sogar die Augen. Lasst das Ausatmen ganz tief in den Beckenraum fließen. Und von dort geht diese Energie weiter in den Fuß, dieses Erden. Nehmt richtig Kontakt auf zum Boden. Und erst dann löst ihr den Fuß wieder. Wir beginnen ganz eigenständig die andere Seite. Die Bewegung kann ganz klein sein am Anfang. Dieses Heben mit der Einatmung, dieses Zurückziehen mit der Ausatmung. Vielleicht schafft sie es auch, Julia, dass es nicht wackelt von Anfang an. Kontrolliert und führt sie die Bewegung in dem Rahmen, in dem es einmal kein Wackeln gibt. Mehr Muskeltonus, da braucht es wirklich viel Körperspannung. Führt die Arme gestreckt wieder nach oben und nach hinten. Spürst die Körperspannung auch in den Armen und im Rumpf, auch wenn ich dort vielleicht gefühlt nicht so viel Balance halte, wirkt sich das trotzdem aus. Und traut euch natürlich, die Bewegung größer zu machen, wenn das möglich ist. Dann stellt ihr wieder den Fuß am anderen Fuß ab. Faltet die Hände vor der Brust. Schließt, wenn möglich, die Arme. Bleibt. Macht euch vertraut mit eurer Körpermitte, mit eurer wirklich auch inneren Balance. Dann stellst den Fuß ab, schließt noch einmal kurz die Augen oder lasst sie geschlossen. Spürt wirklich beide Füße fest am Boden, diese Verankerung. Dann öffnet die Augen. Wir heben mit der Einatmung die Arme an. Und senken mit dem Ausatmen vorüber. Mit der Einatmung macht es euch lang. Sucht euch jetzt euren Weg bis zur Vorstellung. Wenn ihr Lust habt, ist es ein bisschen dynamischer oder genauso wie vorhin.
Wir bleiben in der V-Stellung. Wir versuchen da jetzt wirklich nochmal intensiv in eine Kräftigung zu gehen, indem wir mit der nächsten Ausatmung nach vorschieben, in den Stütz und dann in dieses Brustbein öffnen. Also soweit es euch möglich ist, sinkt das Becken und das Brustbein hebt, aber die Zehen bleiben aufgestellt. Und dann mit einer Einatmung wieder Richtung V-Stellung zurück. Ausatmen, kraftvoll wieder vor. Ein, wieder zurück. Wir probieren das noch ein paar Mal. Aus, nach vor. Wenn es euch zu lang wird, bleibt es in der V-Stellung. Einatmen, Becken hoch, Fersen in die Matte. Ausatmen, lange Arme, Oberarme rotieren nach außen. Wie es würde mich wie ein Becken hochziehen. Wiederholt es noch ein paar Mal, kraftvoll. Spürt, dass die Bewegung nicht schnell oder ruckartig wird, sondern durch eure Kraft kontrolliert ihr natürlich auch das Tempo. Noch zweimal, wenn möglich. Dann bleibt sie in der V-Stellung. Bringt die Knie zum Boden. Lasst die Zehen aufgestellt, wenn das okay ist, und setzt euch so Richtung Fersen zurück und richtet den Oberkörper auf. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht irgendwo was dazwischen, nehmt euch was. Die Hände auf den Oberschenkel. Lenken wir uns von diesem Druck auf den Zehen ab und zählen jetzt den Atem. Wenn ihr einatmet, zählen wir eins. Ihr atmet aus. Zwei. Wir atmen ein. Drei. Wir atmen gleichmäßig wieder aus. Zählen. Vier. Einatmen. Fünf. Ausatmen. Sechs. Einatmen. Sieben. Ausatmen. Acht. Neun. Jetzt nochmal unser Einatmen. Zehn. Unser Ausatmen. Jetzt legt sie die Füße auf den flachen Riss um. Und wir zählen von zehn noch nach unten. Zehn. Einatmen. 9, ausatmen. Ihr zählt es für euch weiter runter, bis ihr wieder auf 1 seid. 8, einatmen und so weiter. Lange Atemzüge. Der Atem fließt weiter, auch wenn ihr dann wieder auf 1 seid.
Beginn noch einmal sanft in ein Vinyasa, heben die Arme mit der Einatmung an. Mit der Ausatmung vornüber. Einatmen, schiebt euch in den Stütz. Geht von dort in eurer Möglichkeit nochmal Richtung Boden. Dann weiter mit der Einatmung in die Kobra. Und aus in die Fahrstellung. Wir kommen mit der Einatmung in Sitz. Stellen die Beine auf und rollen langsam ins Liegen ab. Schaut, dass ihr so liegt, dass der Kopf auf der Matte ist. Die Beine sind aufgestellt, die Füße rücken an den Mattenrand. Das heißt, ihr habt ziemlich viel Abstand zwischen den Füßen. Schaut, dass die Ferse nicht zu nah beim Gesäß sind. Und die Arme strecken wir jetzt ganz zur Seite in einer waagrechten Linie mit den Handflächen nach oben gerichtet. Und ihr beginnt mit der Ausatmung, die Beine nach rechts zu ziehen, sodass das rechte Bein in der Außenrotation ganz zum Boden sinkt und das linke dreht natürlich stark in diese Innenrotation. Und ein, wieder zur Mitte. Wenn die Beine nach links gehen mit der Ausatmung, spürt so, wie ihr ganz loslassen. Im linken Bein. Das soll fallen und das rechte ziehen. Ein, wieder zur Mitte. Aus, nach rechts. Ein, zur Mitte. Wenn ihr nach links zieht, verankert sich noch aktiver das rechte Schulterblatt, der ganze rechte Armbogen. Zur Mitte immer auch gut mit dem Bandas arbeiten und wenn ich nach rechts ziehe, verankere ich das linke Schulterblatt dementsprechend aktiver im Boden. Der Atem führt, erst wenn das Ausatmen beginnt, gehe ich wieder nach links. Erst wenn das Einatmen beginnt, gehe ich wieder zur Mitte. Einmal noch nach rechts. Wir bleiben ein paar Atemzüge mit den Beinen auf der rechten Seite. Ihr schickt dieses Gefühl des Loslassens in die rechte Hüfte. Ihr verlängert jetzt noch über die linke Seite, indem der linke Arm entlang vom Boden so ein bisschen mehr nach oben schleift, bis ihr das Gefühl habt, vom linken Knie über die Hüfte, über den linken Brustraum bis in die Fingerspitzen entsteht so eine schöne Linie. Gut atmen. Atmet mal entlang dieser Linie, schließt die Augen. Und stellt euch vor, euer Atem fließt wirklich von den linken Fingerspitzen bis ins linke Knie. Vielleicht steigt das Einatmen Richtung linke Fingerspitzen an und das Ausatmen sinkt ins linke Knie hinunter. Hörbare Ujjayi-Atmung, verliert nicht den Fokus. Schwierig, da konzentriert zu bleiben, je länger der Atem, je gemütlicher die Position, aber je mehr ihr das schafft, umso intensiver kommt ihr in diese Entspannung, auch natürlich über die Muskulatur.
Mit der nächsten Einatmung ist der erste Impuls, den ich setze, die Bandas, der Atem, und dann kommt die Bewegung zurück zur Mitte und dann wechselt sie mit der Ausatmung nach links. Der linke Arm rutscht wieder nach unten, die Beine gehen zur linken Seite. Und langsam, das muss nicht sofort sein, kann sich dann der rechte Arm nach oben bewegen. Wir bleiben noch einmal. Dann kommt sie Richtung Mitte mit der Einatmung zurück. Holt die Knie noch einmal heran zur Brust. Nimmt beide Hände zu. Lass den unteren Rücken sinken in den Boden. Und dann legen wir gemütlich ab. Bleibt aber noch in der Atmung. Wir machen eine letzte Entspannungsübung. Sie nennt sich das goldene Ei. Das heißt, ihr könnt die Beine strecken, die Arme ein Stück zur Seite bringen, sodass ihr wirklich gemütlich liegt. Wenn ihr was drunter braucht, unter den Knien, dann nehmt euch was drunter. Die Handflächen, Regina, könnt ihr nach oben bringen. Und wenn ihr leicht auskühlt, deckt euch vielleicht auch wirklich schon zu. Magst du eine Decke? Jetzt fokussiert genau die Mitte zwischen euren Füßen. Und ihr stellt euch vor, wie ihr mit der Einatmung von der Mitte eurer Füße über die rechte Seite beginnt, einen Halbkreis, wie so ein halbes Ei nach oben zu ziehen, bis knapp überm Scheitel. Mit der Ausatmung zieht ihr das Ei fertig, von knapp überm Scheitel über die linke Seite nach unten bis zu der Mitte eurer Füße, vielleicht knapp unterhalb. Einatmen, wieder über die rechte Seite ansteigen, die Augen schon geschlossen, bis knapp über dem Scheitel. Und ausatmen, über die linke Seite absteigend, bis mittig unter euren Füßen. Jetzt gebt ihr, während ihr das weitermacht, diesem Ei eine goldene Farbe. Ihr stellt euch vor, wie ihr einen goldenen Stift habt, wieder absteigend, dann über die linke Seite. Einatmen, aufsteigend über die rechte Seite. Diese Linie, die ihr da zieht, dieses Ei, das ihr formt, wird immer stärker. Ein fünftes Mal. Rechts ansteigend mit der Einatmung beginnen, diesen goldenen Stift.
spüren, über die linke Seite absteigen. Ein sechstes Mal. Bleib's noch dran, geistig. Nimm's wahr, ein siebtes Mal über die Seite. Nimm's wahr, wie sich der Körper immer mehr eingebettet fühlt in dieses goldene Ei, das ihr damit eure Energie langsam formt. Und dann beginnen wir über die linke Seite. Einatmen, den Halbkreis zu ziehen mit unserem goldenen Stift. Und ausatmen über die rechte Seite nach unten. Versucht es noch 7 Mal insgesamt, also noch 6 Mal über die linke Seite ansteigen. Über die rechte absteigen. Bis ihr so richtig tief von dieser Energie, von diesem goldenen Ei umschlossen seid. Es ist eine Übung, die euch auch wirklich gut euer eigenes Energiefeld spüren lässt. In gewisser Weise auch so eine Schutzübung. Dieses goldene Ei, das ihr da formt, das erlaubt euch, jetzt wirklich komplett loszulassen. Es ist wie so eine energetische Schutzmauer, die jetzt auch von außen nichts eindringen lässt, was euch schadet. Da könnt ihr jetzt ganz ihr Selbst sein. Euch in eurem Selbstsein wirklich entspannen, genießen. Could anyone ever tell you are anything less than beautiful? How could anyone ever tell you? You are less than whole. How could anyone fail to notice that your loving is a miracle? How deeply you're connected with your das goldene Ei
ist eine ganz feine Übung, die ihr auch vielleicht vorm Schlafen gehen machen könnt, gerade wenn ich mir schwer tue, den Tag und das, was alles geschehen ist, loszulassen. Es bringt natürlich den Fokus Richtung Atmung, aber auch wieder ganz zu euch. All diese Dinge, die uns dann oft natürlich Sorgen bereiten, die uns im Kopf herumschwirren, haben letztendlich recht wenig mit uns zu tun, mit dem, was so unsere Essenz ist und uns ausmacht. Und durch die Übung können wir uns da gut auch wieder ein bisschen distanzieren. Und eine Distanz schafft einfach einen klaren Blick auch auf die Dinge. Lässt uns vielleicht eher erkennen, was wesentlich ist, ohne dass wir die Dinge wegschieben oder verdrängen. Kommt jetzt langsam wieder ein bisschen in die Bewegung, aber vielleicht bewegt ihr euch in der Vorstellung noch in diesem goldenen Ei. Ganz geschützt könnt ihr das an Bewegungen machen, jetzt zum Abschluss, was euch gut tut. Dann kommt sie über die Seite langsam wieder zurück ins Sitzen. Das Ei kann sich ja aufstellen und euch weiterhin umschließen. Wir falten die Hände vor der Brust. Vielleicht nehmt es euch noch so ein bisschen vor, dass ihr die nächsten Minuten, das ist schon Herausforderung genug, euch in dieser Ruhe und Langsamkeit weiter bewegt. Egal, was ihr dann tut, vielleicht einmal gezielt die nächsten Minuten keine schnellen Bewegungen, keine fünf Dinge gleichzeitig, sondern dieses Fokussiertsein auf eine Sache. Wenn ihr das ein paar Minuten mitnehmen könnt, ist es schon sehr wertvoll. Wir verneigen uns zum Abschluss vor uns selbst und vor allem. Dankeschön.